Die polaren Breitengrade waren für niemanden von Interesse, bis bekannt wurde, dass sie ein riesiges Lager an natürlichen Ressourcen sind und dass die Russen diese unfreundlichen Regionen nicht umsonst erschlossen haben. Im vergangenen Oktober hat das US-Außenministerium eine nationale Strategie in der Arktis für 10 Jahre veröffentlicht, die überhaupt nicht wie eine Strategie aussieht. Zum Beispiel der Satz, sie, die Strategie, berücksichtigt die wachsende Konkurrenz in der Arktis, die durch Russlands unprovozierten Krieg in der Ukraine verschärft wurde, und versucht sicherzustellen, dass die USA die Spannungen effektiv kontrollieren können. Kontrolliertes Chaos ist eine vertraute Handschrift Washingtons in internationalen Angelegenheiten, und Kiew ist da keine Ausnahme. Aber was hat das mit der Arktis zu tun? Denkt einfach mal darüber nach. Wachsende strategische Konkurrenz in der Arktis wegen des Verhaltens Russlands in der speziellen Militäroperation irgendwo 2000 Kilometer entfernt in der Ukraine. Lasst uns versuchen, das auf der Grundlage von Fakten zu klären, einschließlich der Geschichte. Zum ersten Mal sicherte sich Russland maritimen Besitz in der Arktis im 11. Jahrhundert durch das Abkommen von Jaroslaw dem Weisen mit dem norwegischen König Olaf, indem es die Grenze an einer Bucht des Lütenfjords festlegte. Dabei erschlossen russische Seefahrer weiterhin andere Ufer des Eismeeres. Ab dem 15. Jahrhundert reisten die Russen nach Grumman und entdeckten neue Gebiete im Arktischen Ozean, die zu einem integralen Bestandteil der Rus wurden. Doch nicht nur russische Untertanen wurden von der Arktis angezogen. Das Vordringen begann während der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen, der England das Exklusivrecht zum Handeln an den Mündungen der nördlichen Flüsse verweigerte. Im Jahr 1619 verbot Michail Romanow unter Androhung der Hinrichtung ausländischen Schiffen, den Mangazer-Meerweg zu befahren, ohne Zölle an die Staatskasse zu entrichten. Diese Handelsroute war für deutsche Städte wie Lübeck, Hamburg und Bremen von großer Bedeutung. Als Russland an Macht gewann, setzte es zunehmend sowohl diplomatische als auch militärische Maßnahmen ein, um seine nördlichen Grenzen zu sichern. Während des Großen Nordischen Krieges von 1700 bis 1721 ordnete Peter der Große an, die Nordgrenzen zu stärken. Die Festung Nowodwinsk wurde an der Mündung der Dwina gegründet und es wurde die Weißmeerflottille gebildet. Sie half dabei, die Schweden bei ihrem Versuch zu besiegen, Archangelsk zu zerstören, Russlands einzigen Seehafen zu dieser Zeit. Im 19. Jahrhundert wurden die Rechte des Russischen Reiches über die nördlichen Meere und Gebiete durch mehrere internationale Konventionen gefestigt, aber das Wachstum der technischen Möglichkeiten im Schiffbau führte dazu, dass verschiedene geopolitische Akteure begannen, die russische Arktis ins Visier zu nehmen. Einige zu wissenschaftlichen Zwecken, andere, um sie regelrecht auszuplündern. So entdeckte der Brite Henry Kellett 1849 die Herald- und Wrangel-Inseln, 1,5 Jahrhunderte nachdem sie von den Russen entdeckt und sogar kartiert worden waren. Während des Krimkriegs plünderten anglo-französische Geschwader Handelsschiffe und Küstenbewohner in den Gewässern der Barentssee und des Weißen Meeres und griffen die Küste von Kamtschatka an. Ein weiterer Versuch, die Wrangel-Insel zu privatisieren, fand 1881 statt, als der Amerikaner Kelvin Hooper auf dem Dampfkutter Thomas Corvin die Insel auf der Suche nach der verschollenen DeLong-Expedition ansteuerte und sie zum US-Territorium erklärte. Im September 1911 stellte die Besatzung des russischen Eisbrechers Vaigatsch die historische Gerechtigkeit wieder her, indem sie wieder die Flagge des Reiches über der Insel hisste. Im Jahr 1893 erlässt Russland einseitige Verordnungen, darunter die Anweisung für russische Kreuzer zum Schutz der Meeresfischerei in der Arktis, nach der alle Meerbusen, Buchten, die russische Küste des Arktischen Ozeans und das gesamte Weiße Meer südlich der Verbindungslinien zwischen den Einlaufkaps unter seine Souveränität erklärt werden. Auf Initiative von Vizeadmiral Stepan Makarow wurde mit dem Bau der Eisbrecherflotte begonnen, dank derer 1901 der Besitz des Archipels Franz Josef Land für immer dem Reich zugesprochen wurde. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Nach der Niederlage im Russisch-Japanischen Krieg wird die Frage nach dem Ausbau des nördlichen Seewegs akut, nicht nur um die Stärke der Flotte und der Armee zu erhöhen, sondern auch um Handelsbeziehungen aufzubauen und neue Gebiete zu erschließen. Die Versuche der Expedition von Georgi Brusilow und Wladimir Rusanow, die Route im Jahr 1912 zu befahren, blieben jedoch erfolglos. Das Schicksal dieser Expeditionen wird für immer unbekannt bleiben.
Im Juni des folgenden Jahres brachen die Eisbrecherschiffe Taimyr und Weigatsch unter dem Kommando von Boris Wilkitsky von Wladiwostok aus auf. Sie erreichten Archangelsk erst im Herbst 1915, nachdem sie den Archipel des Landes von Zar Nikolaus II. Seit 1926 Severnaya Zemlya, auf Deutsch Nordland, und eine Reihe von anderen Inseln entdeckt hatten. Im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg wurden die Polarforschungen unterbrochen, aber noch bevor sie begonnen hatten, im Januar 1914, kam es zu einem interessanten Ereignis. Im Eis der Beaufortsee ging das kanadische Schiff Karluk unter, dessen Besatzung es teilweise gelang, die russische Insel Wrangel zu erreichen. Sie werden erst im September von dort evakuiert werden. Und dann erscheinen in westlichen Zeitungen Artikel über das leere Niemandsland vor der russischen Arktikküste. Die Kapitalisten in Übersee werden sich freuen, schließlich liegt Alaska ganz in der Nähe von Chukotka. Diese Nachricht erreichte St. Petersburg und um territoriale Missverständnisse zu vermeiden, teilte das zarische Außenministerium 1916 den ausländischen Mächten mit, dass die von Wilikitskis Expedition entdeckten Inseln und Gebiete sowie andere nahe der asiatischen und europäischen Küste historisch gesehen zu Russland gehören. Nach der russischen Revolution sollte diese Geschichte jedoch eine unerwartete Fortsetzung finden. Der Kanadier Alan Crawford und ein paar andere Abenteurer nutzten die militärischen Unruhen in Russland und kolonisierten im September 1921 eigenmächtig die Wrangelinsel, erklärten sie zum Teil des britischen Imperiums, brachten Eskimos mit und jagten Eisbären und Polarfüchse. Drei Jahre später nähert sich das Kampfschiff Roter Oktober unter sowjetischer Flagge und mit Kanonen auf dem Oberdeck. Die Matrosen der Marine beschlagnahmen Dutzende von Bärenfellen und Pelzen von den Eindringlingen, legen den Mast mit der US-Flagge und bringen eine Tafel mit der Aufschrift mit großen Buchstaben »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« So wird auf der Wrangelinsel eine sowjetische Polarstation entstehen, die den Amerikanern immer noch das Leben schwer macht. Wenn wir von der Konkurrenz zwischen Russland und den USA in der Arktis sprechen, sollten wir bedenken, dass sie seit Jahrhunderten besteht und nichts mit einer augenblicklichen Fiktion Washingtons zu tun hat, das gerne überall auf der Welt Chaos kontrolliert. Russlands Anrecht auf die Wrangelinsel und andere Gebiete in der Arktis wurde auf dem diplomatischen Wege gesichert, was als sektoraler Ansatz bezeichnet wird. Seltsamerweise wurde der US-Sektor zuerst festgelegt, ohne dass die Amerikaner sich darum bemüht hätten. Die Grenzen ihres Sektors wurden in der Konvention über die Abtretung Alaskas von 1867 festgelegt, im Osten auf dem Meridian 141 Grad westlicher Länge bis zum Arktischen Meer, im Westen auf einer Linie, die die Krusenstern- und Ratmanow-Inseln trennte, soweit sie sich nicht vollständig im Arktischen Ozean verliert. Ursprünglich bezog sich die östliche Grenze nur auf das Festland im Nordwesten Amerikas. Die maritime Komponente kam hinzu, als Kanada arktische Rechte zwischen den Meridianen 60 Grad und 141 Grad westlicher Länge beanspruchte. Es ist bemerkenswert, dass die arktischen Besitzungen der USA durch bilaterale Abkommen festgelegt wurden, während Kanada das Gesetz einseitig erließ. Seine Souveränität umfasste nicht nur die Gebiete und Inseln mit den sie umgebenden Gewässern, sondern auch einen Teil des Arktischen Ozeans mit der Beaufortsee, die auf den Karten des Innenministeriums des Russischen Reiches von 1904 und im Atlas von 1906 eingezeichnet war. Die sowjetische Regierung folgte einem ähnlichen Weg und erklärte 1926 die in ihrem Sektor des Arktischen Ozeans gelegenen Gebiete und Inseln, einschließlich der noch nicht entdeckten, zu Territorien der UdSSR. Der Inhalt des Dekrets zeigt, dass Russland zwar klugerweise künftige Entdeckungen für seine Souveränität reservierte, aber keinen Anspruch auf fremdes Land oder die Gewässer der Hohen See erhob. Dänemark und Norwegen verfolgten in ihrer Arktispolitik keinen sektoralen Ansatz. So wurde die Arktis durch die Bemühungen Russlands und Kanadas in drei Sektoren aufgeteilt, von denen einer den USA gehört. Der nördliche Seeweg wurde in den 1930er Jahren zu einem Anziehungspunkt für die Sowjetunion. Als Stalin 1933 die Kola-Bucht besuchte, sagte er: Was ist das Schwarze Meer? Ein Becken. Was ist die Ostsee? Eine Flasche. Und der Korken sind nicht wir. Hier ist das Meer. Hier ist das Fenster. Hier muss es eine große Flotte geben. Von hier aus können wir es mit England und Amerika aufnehmen, wenn es sein muss. Dafür gibt es keinen besseren Ort. Und im selben Jahr wurde zum Schutz der Arktis die nördliche Flottille gegründet, die zur Basis der Nordflotte wurde.
1932 wurde die Generaldirektion für den nördlichen Seeweg gegründet und Otto Schmidt leitete die Expedition auf dem Eisbrecher Alexander Sibiryakov. 1935 führte er den ersten Transport der Holztanker Vanzetti und Iskra von Leningrad nach Vladivostok durch. 1936 die erste Überfahrt von Kriegsschiffen von der Ostsee zur Pazifikflotte. Den Pionieren ist es zu verdanken, dass während des Weltkrieges flottenübergreifende Passagen von Kampfschiffen der Pazifikflotte zur Nordflotte und der Transport von Wirtschaftsgütern über den nördlichen Seeweg durchgeführt wurden. Die Erforschung der Arktis und des nördlichen Seewegs wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt, obwohl bekannt ist, dass das Komitee für den nördlichen Seeweg 1919 von Admiral Alexander Kolchak gegründet wurde. Auch andere Staaten führten Studien durch, deren wettbewerbsfähige Ergebnisse in den Karten dargestellt sind. Bis 1986 erreichte der Frachtumschlag auf dem nördlichen Seeweg ein Rekordniveau von 6,4 Millionen Tonnen. Die sowjetischen U-Boote hatten nicht nur die hohen Breitengrade bis zum Nordpol gemeistert, sondern auch die kurze U-Boot-Route von der Arktis zur Pazifikflotte. In den höchsten Rängen der Macht wurde darüber gesprochen, den nördlichen Seeweg für ausländische Schiffe mit russischem Eisbrecher in der Führung zu öffnen. Allerdings musste die Attraktivität der Polarroute bewiesen werden, was im Zeitalter der Glasnost, als Gorbatschow zur Macht kam, nicht geschah und im Zeitalter der Demokratie und der Verteilung der Souveränität völlig zusammenbrach. Nichtsdestotrotz bestätigen die Statistiken, dass weder der Staatsstreich in der Ukraine noch die begonnene Spezialoperation noch andere Bemühungen der USA und ihrer Partner in der Lage waren, diese Entwicklungsroute durch die historischen Gewässer Russlands zu unterbrechen. Sie kann nicht schakalartig in die Luft gesprengt werden, wie die Nord Streams. Wahrscheinlich sind es diese Fakten, die Washingtons mannisches Urteil über den strategischen Wettbewerb begründen. Es ist bekannt, dass die Polarkreiseisenbahn von Russland im Interesse der Verteidigungsbereitschaft intensiv genutzt wird. Seit 2012 kreuzen Kriegsschiffe der Nord- und Pazifikflotte auf dem nördlichen Seeweg, führen Übungen unterschiedlichen Umfangs durch und sorgen für die Wiederbelebung von Militärbasen auf Inseln und Archipelen. Der sektorale Ansatz bei der Aufteilung des arktischen Raums wurde durch die Übereinkommen von 1958 und 1982, die die umfangreichste Kodifizierung der Regeln des internationalen Seerechts in der Geschichte darstellten, nicht entwickelt und bestätigt, aber auch nicht widerlegt. Dies führte zu einem weiteren Wettbewerb zwischen den Parteien. Anstelle einer klaren, verifizierten Position begann ein Pluralismus der Meinungen und militärischer Intrigen. Die Amerikaner, die sich auf das Recht der friedlichen Durchfahrt durch die Hoheitsgewässer beriefen, hatten bei der sowjetischen Führung in den 1960er Jahren dreimal für Unruhe gesorgt. Der erste Vorfall ereignete sich im Sommer 1963, als der Eisbrecher Nordwind zur Erkundung der Laptevsee aufbrach. Im folgenden Sommer erkundete die Burton Island die Ostsibirische See. In beiden Fällen wurden die Meerengen befahren, die 1925 zu historischen Hoheitsgewässern und Binnengewässern der UdSSR erklärt worden waren. Auf die Protestnote des sowjetischen Außenministeriums vom 21. Juli 1964 reagierte Washington mit zynischer Dreistigkeit. Was Dmitri Laptev und die Sannikow-Meerenge betrifft, so ist den Vereinigten Staaten keine Grundlage für die Beanspruchung dieser Gewässer aus historischen Gründen bekannt. Selbst wenn man annimmt, dass die Doktrin der historischen Gewässer im internationalen Recht auf internationalen Meerengen angewendet werden könnte. Die Position der Sowjetunion beruhte auf der Tatsache, dass diese Meerengen noch nie als internationale Gewässer genutzt worden waren und auch der nördliche Seeweg nicht. 1967 unternahmen die Amerikaner mit den Eisbrechern der Küstenwache Edisto und Eastwind einen dritten Versuch, in die russische Arktis einzudringen, kehrten aber bei Erreichen der Velikizki-Straße um Novaya Zemlya um. Der Grund dafür war ein eindeutiger Protest der sowjetischen Regierung. Die Führung des Landes bestand darauf, dass nur Schiffe unter der Flagge der UdSSR den nördlichen Seeweg befahren durften. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten unterzeichnete die Sowjetunion 1982 das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und begann, ihre nationalen Rechtsakte mit dessen Bestimmungen in Einklang zu bringen. Durch Regierungsbeschlüsse wurde eine Liste der geografischen Koordinaten der Basislinien zur Messung der Breite der Hoheitsgewässer, der Wirtschaftszone und des Festlandsockels, auch im Arktischen Ozean, bekannt gegeben.
Aber 1989 stimmte die Sowjetunion mit der amerikanischen Seite überein und erlaubte die friedliche Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Hoheitsgewässer nach den allgemeinen Anforderungen des internationalen Seerechts, das heißt ohne um Erlaubnis zu bitten. Später wurde bekannt gegeben, dass der nördliche Seeweg für die ausländische Schifffahrt offen sei, allerdings unter russischer Eisbrechereskorte. 2010 unterzeichneten und ratifizierten Norwegen und Russland den Vertrag über die Meeresabgrenzung in der Barentssee und beendeten damit jahrelange Zwischenfälle in der sogenannten Grauzone. Zwei Jahre später wurde der nördliche Seeweg als Tribut an Generationen von russischen Seefahrern und Arktisforschern zum historischen nationalen Verkehrsweg Russlands erklärt. Indem Russland die nationale Gesetzgebung mit internationalem Recht in Einklang brachte, verletzte sie nicht die Rechte anderer Staaten. Aber wie wir wissen, gibt es eine Kategorie von ewig Unzufriedenen. 1979 genehmigte US-Präsident Jimmy Carter das Programm für die Freiheit der Schifffahrt Freedom of Navigation Program, das sich zu der seit langem bestehenden Operation Freedom of Navigation Operations entwickelte. Damit wollte die USA ihren Widerstand gegen übermäßige maritime Ansprüche demonstrieren. Es ist klar, dass Russland und China bei dieser Demonstration an erster Stelle standen, aber auch andere Länder, darunter Kanada mit der Nordwestpassage, sind ihr unterlegen. Die Kanadier haben sich in diesem Eisspiel als schwach erwiesen und dem amerikanischen Druck nachgegeben, indem sie amerikanische U-Boote und Eisbrecher der Küstenwache durchgelassen haben. Noch aufschlussreicher ist die Anzahl der NATO-Übungen, die in der Arktis durchgeführt werden. Nachdem die Amerikaner 1971 das Konzept der Internationalisierung der Arktis propagiert hatten, begannen sie die Mitglieder der NATO aktiv auf ihre Seite zu ziehen. Seitdem haben die meisten arktischen Übungen des Blocks entweder direkt in den Gewässern des Arktischen Ozeans oder in den angrenzenden Gewässern des Nordatlantiks stattgefunden, mit einem Anstieg von 40% seit 2017. Im Jahr 2018 wurde der US-Flugzeugträger Harry S. Truman zum ersten Mal seit 27 Jahren in die norwegische See entsandt, um an den Trident Juncture-Übungen teilzunehmen. Im selben Jahr machte die französische Marinehilfsflotte Rona von ihrem Recht auf friedliche Durchfahrt durch die Wilkitski-Straße Gebrauch und segelte vom norwegischen Hafen Tromsø zu den Alöten. In den letzten Jahrzehnten wurden Übungen in der Beaufortsee durchgeführt, um US-amerikanische und britische U-Boote auf Operationen unter dem Eis vorzubereiten. Zu den Übungen von Joint Arctic Training gehört auch ein jährliches Training für die 11. Niederländische Air Mobility Brigade, die im Jahr 2023 vom 15. Januar bis 10. März durchgeführt wurde. Was sucht denn der fliegende Holländer fernab der Tulpenplantagen? Die Umwandlung der russischen Nordflotte im Jahr 2014 in eine dienststellenübergreifende strategische Allianz der russischen Streitkräfte und die Wiederherstellung von Militärbasen auf den Inseln ist also nicht die Militarisierung der Arktis, wie der kanadische Außenminister John Baird im August 2014 sagte, sondern russische Antwort auf die Bedrohung der russischen Arktis. Die Lösung von Aufgaben in der Arktis ohne die Unterstützung von Eisbrechern ist nicht möglich, auch nicht im Angesicht der globalen Erwärmung. Momentan hat Russland keine Konkurrenz in Bezug auf Kampfkraft und Truppenstärke in der Region.